Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück in Russland im Jahr 1697 und wir müssen uns mal ehrlich die diplomatische Situation jetzt vor Augen führen in Bezug auf unsere Pläne, das Osmanische Reich anzugreifen. Wir sehen, wir haben hier drei Bündnispartner und diese drei Bündnispartner sind, glaube ich, durchaus geeignet für diesen Krieg. Aber Polen und Venedig sind noch einige Jahre in einem Waffenstillstand gebunden. Und zwar, um genau zu sein, Polen bis zum Februar 1706 und Venedig bis zum Juni 1707. Bei Persien ist das nicht der Fall. Persien selbst ist hier aber auch gerade in einem Krieg gegen Karakoyunlu, den sie offenbar gewinnen. Aber Persien ist weitaus distanzierter auf dieses Thema zu sprechen, die Osmanen anzugreifen als Polen und Venedig. Also hier kann man sagen, wäre der Friedensvertrag nicht, dann würden die auf jeden Fall mitmachen. Insofern werde ich jetzt mal Folgendes, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, wir könnten versuchen, Persien zu beeinflussen. Das kostet aber wahnsinnig viel, bin mir nicht ganz so sicher. Das hilft uns aber im Bereich Vertrauen, was wichtig ist für die Kriegsteilnahme. Ich würde mal sagen, wir investieren das. 1309 ist eine echte Menge, aber das hilft Ihnen natürlich jetzt auch bei diesem Krieg und macht Sie dann stärker mit Blick auf die Osmanen. Also versuchen wir mal diese ungewöhnliche Maßnahme einzuleiten. Das ist das Erste. Wir haben wirklich die Mittel auch dafür. Wir verdienen über 100 Gold im Monat. Das ist schon sehr in Ordnung. So, das Zweite ist, man könnte sich natürlich überlegen, jetzt ohne Polen Venedig diesen Krieg zu führen. Würden wir volle Manpower haben, würde ich das vielleicht in Betracht ziehen. Aber wir haben von unseren 170.000 möglichen nur 70.000. Und glaubt mir, dieser Krieg wird heftig werden. Insofern tendiere ich doch dazu, wirklich zu warten, bis unsere Bündnispartner frei sind. Und das heißt, 10 Jahre warten. 10 Jahre, die wir jetzt nutzen müssen, die wir ja jetzt relativ schnell über uns bringen werden, aber gleichzeitig nutzen müssen, um stärker zu werden. Es gibt meines Erachtens auch keinen sinnvollen anderen Ort, wo wir noch militärisch eingreifen können, wo wir stärker werden können. Mit Schweden sich anzulegen, das bedeutet auch mit Kastilien sich anzulegen, das schwächt dann eigentlich die christliche Seite wieder. Litauen ist wiederum verbündet mit Schweden, also das bringt auch nichts. Da kann von mir aus Polen stärker werden, falls sie diesen Krieg führen wollen. Nein, nein, wir konzentrieren uns jetzt darauf, uns vorzubereiten, würde ich sagen. Und da gibt es ein bisschen was zu tun. Wir lassen mal so in langsamer Geschwindigkeit einfach mal die Sache weiterlaufen und kümmern uns um die Dinge. Als erstes, ich habe mal unsere Armeen sortiert. 1. bis 6. Armee habe ich hier gebildet. Dann oben noch die Zarengarde in Sankt Petersburg. Sowie unsere, ich nenne es jetzt mal so, Überseearmeen. Indien, Jharkhand, Sibirien und Taiwan ist natürlich absurd. Jharkhand und Sibirien ist natürlich nicht Übersee. Ihr wisst, was ich meine. Also die weit entfernten Armeen. Diese hier, sehe ich gerade, können durchaus mal in diese Festung hier marschieren. Wir können aber noch weitaus mehr Truppen uns erlauben. Und wir haben auch deutlich zu wenig Kanonen. Deswegen ist das das Erste, was ich jetzt mal in Auftrag gebe. Wobei hier sind schon 7. Machen wir hier nur eine noch dazu. Hier unten sind 30.000. Da brauchen wir ordentlich. Geben wir mal gleich hier 8, na 7 oder 8 in Auftrag. Dann machen wir 7 oder 8. Ein bisschen Kavallerie kommt nachher auch noch dazu. So, hier haben wir 2. Okay, hier wird auch ordentlich gebaut. Wie sieht es bei dieser Armee aus? 5. Und hier sieht die Situation ganz gut aus. Okay, das wäre erstmal der Bau der Kanonen. Wir haben immer noch 1100 über. Sehr in Ordnung. Dann können wir, denn, also wenn wir uns das mal Gelände hier anschauen, auf dem wir kämpfen werden, das ist dieses hier, das ist alles Steppe und Grünland. Keine Gebirge irgendwie in Sicht. Ich denke auch so aus traditionellen Gründen setzen wir dann durchaus auf unsere Kosaken. Aber erstmal haben wir Kolonialabenteuer. Es scheint, als ob wir mit der Entdeckung der neuen Welt in die wohlhabendste Phase unserer Geschichte eingegangen sind. Eigentlich haben wir nicht die neue Welt entdeckt, sondern Sibirien. So, immenser Reichtum, Finanzierung einer der mächtigsten Armeen der Welt. Okay. War bislang erfolglos in seinen Versuchen, eine starke Seestreitmacht auf die Beine zu stellen. Und auch seine Bemühungen, die Nachbarstaaten zu erobern, sind bis jetzt kläglich gescheitert. Das würde ich so nicht sagen. Was bedeutet das? Das müssen wir uns einfach mal angucken.
Verbesserung der Marine. Diplomatische Technologien sind günstiger. Okay. Oder teurer. Ja, also gut, das ist jetzt nicht mit Kosten in dem Sinne verbunden. Insofern können wir das durchaus von der rollenspielerisch von der Idee her entscheiden. Und ich würde sagen, gegen die Osmanen nützt uns eigentlich die Flotte so gut wie gar nichts. Deswegen geben wir vorerst die Idee der Vormachtstellung auf See auf. Das passt, glaube ich, zur Linie. So, was kommt hier? Staatsehenangebot aus Polen. Wir werden das erneut nicht akzeptieren. Das ist eine zu enge Bindung an Polen. So, ja, was ich jetzt machen wollte, ich wollte mit den Kosaken mal sprechen. Wir können nämlich hier von ihnen schon ein Kosakenheer ausheben. Das sind allerdings nur vier Kavalleristen, die, glaube ich, minimal besser sind als die normale Kavallerie. Wir machen das mal. Wo befindet sie sich jetzt? Hier. Da sind die 4000. Die gliedern wir irgendwo an, wo noch gar keine Kavallerie ist. Ich glaube, hier hinten machen wir das. Und das können wir alle 5 Jahre machen. Ich weiß gar nicht, wenn man mehr. Korrespondiert das eigentlich mit der Zahl der Kosakenprovinzen? Das würde mich mal interessieren. Was ist das für eine Anzeige, was ich mir gerade. Autonomie. Stände. 1, 2, 3, 4. Oh ja, das scheint damit zu korrespondieren. Ja gut, das heißt, wir werden, bevor wir das nächste Mal machen, deutlich mehr Steppengebiete den Kosaken übereignen, denke ich mal. Gut, soweit zu den Kosaken. Dann werden wir einen unserer, diesen hier, Demjan Menschikow, den Entdecker, den werden wir jetzt entlassen. Und wir werden einen weiteren Armeegeneral ausheben. Wir sind auch bei 64 Armeetradition, das ist sehr anständig. Arseniy Dezhnev kommt und der gute Mann. Manöver 6, Fernkampf 3, ja, auf keinen Fall ein ganz so schlechter, würde ich mal sagen. Okay, so und jetzt ordnen wir mal den Armeen auch Generäle zu. Der ist zugeteilt, aber in Indien, den holen wir jetzt mal zu uns. Hier kommt. Das ist eigentlich ein Entdecker. Ob der da so lange bleibt, wissen wir auch nicht. Sehen den unseren Zar, den will ich nicht langfristig zum General machen. Vielleicht in einer besonderen Situation, aber regulär nicht. Und ich sehe hier aber gerade, die Armee wird hier nicht unterhalten in Moskau. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das? Moskau hat nicht die Fähigkeit, so eine große Armee zu unterhalten. Doch, jetzt ja wieder. Oder war das nur ein Winterproblem? Bin mir nicht ganz sicher. Na gut, die Armeen marschieren dorthin. Das scheint doch zu funktionieren, da habe ich mich versehen. So, jetzt ist aber der Krieg von Persien gegen Karakoyunlu vorbei. Und Persien bekommt aber sowas von zahlreiche Provinzen. Das ist gut und das stärkt Persien hervorragend. Also passt gut hier in unserer Linie. So, was ich aber machen wollte mit den Generälen, deswegen habe ich das getan, die sollen jetzt den Drill hier durchsetzen. Wir werden jetzt 10 Jahre unsere Armeen wirklich vorbereiten auf das, was hier kommt. Das wird uns helfen. Ausländische Erfinder haben wir. Ein brillanter osmanischer Erfinder bittet um unseren Schutz nach einem Streit mit seiner Regierung. Cem Karar wurde von einigen als einer der klügsten Köpfe dieses Zeitalters beschrieben. Einer, der viele mechanische und chemische Erfindungen hervorbringt, die weit über das Verständnis der meisten anderen hinausgehen. Ja, wir haben, also in der Hinsicht sind wir, glaube ich, offen, gerade wenn sie sich vom Osmanischen Reich abwenden. Das ist ja eine Schwächung unseres Gegners. Deswegen nehmen wir das. Die Osmanen finden das überhaupt nicht gut, auch ihre Verbündeten nicht, aber wir erhalten eine Innovationsfähigkeit dazu, was doch sehr schön ist. Okay, die Kavallerie ist hier auf dem Weg. Gut, dann machen wir weiter, beziehungsweise die Tunesier wollen Militärzugang, das geben wir ihnen natürlich nicht. Wir werden mal diese Indienarmee hier, werden wir. Da will ich eigentlich. Warte mal, genau, hier Rebellen. Unterdrückung und zwar in den beiden Provinzen. Das wird das Revoltenrisiko, denke ich, nochmal reduzieren. Gut, dann bin ich inzwischen der Meinung, dass wir doch Kiew so weit ausbauen sollten, dass hier auch eine Festung hin kann. 7
müssen wir 7 Entwicklungen müssen wir steigern. Kiew wird jetzt eine starke Stadt. Dann werden wir mal vor allem hier noch ein bisschen 1-2 und vor allem militärisch hier investieren. Wir sind bei 18. Ja, das können wir uns leisten. Sind wir bei 20. Und das heißt, jetzt ist hier Raum für eine Festung. Und wir werden auch hier eine Sternenfestung finanzieren. Und die Armee, kann die eigentlich, während sie drillt, sich bewegen? Ne, dann wird der Drill abgebrochen. Na gut, wir verlegen sie dann später nach Kiew. Das ist völlig in Ordnung. Gut, soweit erstmal das. Dann gucken wir... Halt nein, dann habe ich hier unten ja unsere Flotte zusammengezogen. Und wir haben jetzt schon, was ich ganz interessant finde, was machen eigentlich die Osmanen hier für eine Truppenverlagerung? Was? Die sind immer noch im Krieg gegen Aragon. Aber alleine? Tunesien hat den beendet oder ist Tunesien ausgeschieden? Nee. Quatsch. Ein Krieg mit Tunesien, Marokko und den Osmanen. Aber hier steht Krieg mit Aragon und Utrecht. Tunesischer Dschihad. Ne, die werden aber zusammen da im Krieg sein. Ist nur komisch beschrieben. Ja, so sieht's aus. Oh ja, Aragon wird fallen. Ich mal gucken, wie viel sie verlieren werden. Möglicherweise alles. Denkbar ist das. Was ich sagen wollte, wir haben hier Piraten unter unserer Flagge. Und behindern auf diese Art und Weise die Osmanen. Und ich würde sagen, warum haben wir eigentlich Flotten? Das ziehen wir mal hoch. Und ich würde mal sagen, das können wir auch durchaus weiterführen. Wir haben nämlich noch 10 leichte Schiffe. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Wir werden die mal auskoppeln und da haben wir sogar einen... Ne, der kommt dann jetzt hierher. Und wir werden mal Freibeutemission machen und zwar in der Krim. Genau. Da wollen wir die Osmanen schädigen. Gut. Soweit erstmal dazu. Spionage läuft. Okay. Dann haben wir jetzt doch wieder ordentlich Geld. Und das können wir nutzen, um weitere Gebäude zu bauen, würde ich mal sagen. So, und wir können im absolutistischen Zeitalter durchaus noch Universitäten vertragen. Ich habe mir das mal angeguckt. Oh, was war jetzt eben? Habe ich irgendwas weggeklickt? Nein. Mehr lokale Rekrutierung. Unsere Entscheidung, lokale Privilegien beizubehalten, führt dazu, dass die Bauern willig sind, ihre Dörfer zu verteidigen. Das wiederum bedeutet, dass die Leute es weniger verabscheuen, in unseren Armeen zu dienen. Einmal Grundmannstärke hat sich erhöht. Sehr gut. Was ich sagen wollte, was ich machen wollte... Genau, jetzt weiß ich es nämlich nicht mehr. Ach so, doch, ja, genau. Ja, wir können hier, wenn wir 5 Universitäten haben, ist das im absolutistischen Zeitalter sehr, sehr angesehen. Deswegen tun wir das auch, das hilft uns. Wir bauen weitere Universitäten. Und zwar in den wichtigen Städten des Reiches. In Moskau, würde ich sagen, bauen wir noch eine. Kiew hat ja leider keinen Platz. Das gucken wir uns gleich mal an. Das ist interessant, Ming und Japan. Dann bauen wir noch eine in Twer, auch eine wichtige Stadt. Und ja, wo kommt die nächste hin? Kiew? Nee, da ist kein Platz mehr. In Pleskau. Das ist doch schön. Okay, gut. Haben wir die Investition getätigt? Wie ist dieser Krieg ausgegangen? Okay. Ming gewinnt aber jetzt doch gewaltig gegen Japan. Ist das eine Folge, dass wir unser Bündnis aufgehoben haben? Also das Kerngebiet ist noch nicht betroffen. Aber dieses Stück Land dort oben. Und das ist erstmals, dass Ming von der eigenen Strategie abweicht. Gewissermaßen tatsächlich weiter entfernt vom Kernland hier Gebiet anzuhäufen. So, Kaufleute wurden verleumdet. Das ist schlecht. Und die Osmanen. Okay, die Osmanen haben Sansibar, irgendwas in Sansibar gekauft. Tatsächlich Sansibar selbst. Eieiei, die greifen weiter aus, die Osmanen. Okay, wir haben aber immer noch Mittel zum Investieren, aber ich sehe gerade, diese Armee, die muss hier neu organisiert werden. Und ich glaube, in Kiew, wir brechen mal den Drill ab. Da wird sie, glaube ich, vernünftig versorgt. Darauf müssen wir jetzt durchaus achten.
Kostet ja alles Mannstärke. Okay. Korea möchte auch Japan angreifen. Oh, da entwickelt sich richtig was. Gut, hier wird sie versorgt. Das heißt, hier können wir in Ruhe weiter drillen. Das ist erfreulich. So, des Weiteren gucken wir nochmal nach weiteren Gebäudeinvestitionen. Ich denke, im Handelsbereich, schaut mal hier gerade, da lohnt sich noch richtig was in Moskau und in Smolensk. In Cholmogory auch. Und damit sind wir jetzt schon am Ende jetzt der Investitionsmöglichkeiten. Mehr will ich im Handel auch nicht machen, aber wir können bald mehr investieren, da bin ich mir sicher. Gut, diese Armeen, naja, die lassen wir erstmal da stehen. Der Krieg ist ja noch in gewisser Ferne. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Persien, Vertrauen 41, Gefallen 3. Ich weiß nicht, ob wir die 5 Gefallen am Ende dieses Jahres bekommen. Oder wie das ist. Okay. So, Regen bringt Taiwan Fruchtbarkeit. Naja, hervorragend. Da nehmen wir bloß kaum Steuern ein. Wollen wir in die Entdecker-Idee investieren, einen weiteren Kolonisten zu haben? Wir machen das mal. Danach bekommen wir immerhin plus 25% Einheitenlimit Flotte. Das ist vielleicht was, was nochmal wichtig wird. Und das heißt, wir haben einen weiteren Kolonisten. Und jetzt mache ich was, was eigentlich jetzt nicht im großen Plan enthalten ist. Aber wir werden hier eine weitere Kolonie hier in etwa etablieren, weil uns das ermöglicht, ein drittes Handelshaus zu gründen. Und das ist wiederum auch hochgradig prestigeträchtig hier in diesem Zeitalter des Absolutismus. Das hilft uns dann auch nochmal weiter in andere Belange vielleicht. So weit, so gut. Okay, jetzt haben wir erstmal das Dringendste, was ich mir vorgenommen habe, erledigt. Wir gucken mal. Ah, alles klar. Das ist natürlich jetzt nochmal ein anderer Punkt, wo wir unser Geld ausgeben können. Die Aufklärung beginnt. Waffenstillstand mit Tscherkessien und mit Japan ist beendet. Tscherkessien nützt uns nicht wirklich. Außer, wartet mal, Tscherkessien selbst mit Walachei verbündet. Ne, die haben keine Ansprüche auf Tscherkessien, oder? Doch. Ich weiß aber nicht. Interesse, aber sie haben, glaube ich, keine Ansprüche. Dann müssen wir mal gucken. Unser Verbündeter. Wie auch immer, die Aufklärung. Das letzte Jahrhundert erfuhr eine zunehmende Beliebtheit von Rationalismus und Empirismus unter den größten Köpfen des Zeitalters. In Schriften, Publikationen oder Kaffeehäusern diskutieren Könige, Wissenschaftler, Philosophen und Literaten die Verdienste von Toleranz, die wissenschaftliche Methode und die Verbreitung der Ideale der Aufklärung für die gesamte Menschheit. Von Universitäten oder Höfen aufgeklärter Monarchen aus werden Expeditionen ausgesandt, um die Welt zu vermessen, zu katalogisieren, zu wiegen und zu kartieren, damit wir die Gesetze, welche die Dinge um uns herum regeln, besser verstehen. Andere diskutieren über die Gesetze, die die Gesellschaft regeln und versuchen, ein Verständnis für die Menschenrechte zu erlangen. In Amsterdam wurde mit dem kolossalen Unternehmen begonnen, eine vollständige Enzyklopädie allen Wissens zusammenzustellen. Das Licht der Vernunft wurde nun entzündet und viele werden nicht ruhen, ehe es in allen Ecken der Welt gebracht wurde. So. Okay, dann schauen wir uns das mal im Detail an, wie das aussieht. Wir sind Ursprung tatsächlich Holland, also daher der Hinweis. Nee, das ist Druckerpresse hier. Amsterdam, alles klar. Okay. Das sind die Modifikatoren, die sind... Na, die sind ein bisschen zu viel, um sie im Einzelnen sich jetzt anzugucken. Na gut, dann schauen wir mal, wann das uns hier erreicht. Was sind eigentlich die gestrichelten? Geht es da schon los? Ich weiß gar nicht genau. Na gut, gucken wir mal. Ich denke, für uns wird es ein leichtes sein, das zu investieren. So, Jemen möchte Äthiopien angreifen, wahrscheinlich mit Unterstützung der Osmanen. Und wir können im Bereich Militärtechnologie weiter investieren und die Achterfestung ist damit freigeschaltet. Und Persien wächst weiter. Persien hat im Moment eine richtige Hochphase. Das ist ganz gut, wenn der Plan so aufgeht. Ich denke, solange wir noch keinen Tech-Malus haben, sollten wir das unbedingt machen jetzt hier.
den gedeckten Weg zu erforschen. Ein äußerer Graben wurde zum Schlüsselbereich für die Belagerung. Wenn attackierende Truppen die Kontrolle über das Glacis erlangten, war die Bastion verloren. Der Graben wurde zur ersten Verteidigungslinie der Festung. Der Zugang zu diesem Graben und die Sicherstellung, dass er weiterhin Schutz für die Verteidiger bot, spielte beim Entwurf einer Befestigung eine wichtige Rolle. Und das heißt, wir können die nächsthöhere Festung dann auch entwickeln und finanzieren. Und ich denke, wir können es uns leisten und dann tun wir das auch, würde ich mal sagen. 170 auf 8 bringen wir das. Gleich haben wir erstmal noch die Strelitzen, aber ich will vorher diese Festungssache nochmal klären. So, wir machen aber nicht überall die 8er Festung, nur in den wirklich wichtigen Provinzen, unter anderem natürlich in der Hauptstadt. So, hier sind wir leider noch am Bau, da müssen wir das später noch erhöhen. Ich glaube, die anderen sind jetzt nicht so entscheidend. Okay, gut, Inspektion der Strelitzen. Obwohl es von den Strelitzen erwartet wird, dass sie den Großteil ihrer Ausrüstung selbst pflegen, kann man nicht erwarten, dass sie mit der Entwicklung der Feuerwaffen Schritt halten. Im Laufe der Jahre sind ihre Waffen mehr und mehr veraltet und in einigen Fällen abgenutzt und ineffizient. Regelmäßige Inspektionen sollten uns ermöglichen, uns mit dem Training und der Ausrüstung aller unserer Strelitzen auf dem Laufenden zu halten. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass dies ziemlich teuer ist. Egal, das leisten wir uns. Wir investieren das. Kostet uns 783 Dukaten. Damit müssen wir ins Schulden aufnehmen. Aber das ist okay. Das ist okay. Die Moral der Armee steigt bis 1710. Das heißt noch bis in die Zeit, wo möglicherweise dieser Krieg beginnen wird. Und wir halten Professionalität. Das ist auch gut. So, sehr schön. Okay, doch ein schöner Punkt, um innezuhalten. Wir sind ins 18. Jahrhundert vorgestoßen, obwohl das offiziell erst 1701 beginnt. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.